Und die Uhr dreht sich aber schnell. Stimmt denn das so? Haben Sie den Verdacht, dass Ihr Wasserzähler zu schnell oder zu langsam zählt? Wie Sie das ganz einfach selbst überprüfen können, sehen Sie in diesem Clip. Für das Auslitern eines Wasserzählers brauchen Sie einen 10-Liter-Eimer mit einer möglichst gut sichtbaren 10-Liter-Markierung, ein bisschen Papier und einen Stift, um den Stand der Wasseruhr aufzuschreiben. Als erstes schreiben wir den genauen Stand der Wasseruhr auf, und zwar bis zur letzten Literzahl 86,634. Als nächstes lassen wir Wasser in den Eimer. Das klappt am besten, wenn man die Pause abmacht und den Eimer möglichst auf eine ebene Fläche stellen, nicht in die Badewanne oder in die Dusche. Dann könnte der Eimer schräg stehen, was das Ergebnis verfälscht. Also wir füllen jetzt den Eimer mit kaltem Wasser. Das ganze Prozedere wiederholen Sie jetzt 5-mal. Damit haben Sie insgesamt 50 Liter Wasser entnommen. Und der 5. Eimer. Jetzt notieren Sie den aktuellen Stand nochmal, und zwar wieder bis zum letzten Liter 86,684. Und rechnen die Differenz aus. Ein Kaltwasserzähler hat eine Verkehrsfehlergrenze im unteren Bereich von plus minus 10%. Unterbereich bedeutet, dass nur sehr wenig Wasser durch den Wasserzähler fließt. Das Rädchen dreht sich nur sehr, sehr langsam. Im oberen Belastungsbereich beträgt die Verkehrsfehlergrenze plus minus 4%. Oberer Belastungsbereich bedeutet, dass sehr viel Wasser durch den Wasserzähler fließt. Jetzt dreht sich das Rädchen sehr viel schneller. Als Faustformel kann man sagen, dass Ihre Wasseruhr richtig zählt, wenn der gemessene Verbrauch so zwischen 48 und 52 Liter liegt. Weicht Ihre Wasseruhr erheblich ab, haben Sie also zum Beispiel nur 40 Liter oder sogar 60 Liter auf Ihrem Wasserzähler drauf, dann wenden Sie sich an Ihren Vermieter oder an Ihren Messdienst, der die Wasseruhr dann überprüft.